Ein Raubüberfall auf offener Straße führt Arne Schneider und Marc Westerhofen nach Köln-Poll. Trotz heftigen Widerstands hat der bestohlene Rentner seinen wertvollsten Besitz verloren. Guten Tag, Sie haben angerufen. Genau, ich habe angerufen. Okay, dann wäre es ganz gut, wenn Sie uns mal erzählen, was passiert ist. Guten Tag. Ja, ich bin überfallen worden eben. Was heißt überfallen? Von zwei Jugendlichen. Ja, die haben mir meine Armbanduhr abgezogen. Ja. Und normalerweise bin ich fit. Armbanduhr ist echt viel wert. Ja, genau. Ja. Das ist meine Tochter. Ganz kurz erstmal vorab. Genau, wie geht es Ihnen überhaupt? Brauchen Sie einen Arzt? Nein, es geht. Ich bin eigentlich fit. Bist du dir sicher? Und ich habe mich auch wehren können. Und, aber was heißt denn wehren können? Ja, ich habe den einen Jugendlichen in den Arm gebissen. Sehr gut. Beide, da waren unterschiedlich in der Größe. Der eine war schon guten Kopf größer. Also, ich schätze mal vielleicht 1,80 groß. Ne, der eine war, ein bisschen kleiner. So, wir haben eine 1,70 langsam, nicht alles durcheinander schmeißen. Wir haben eine Person, ja. Die kleinere Person, circa 1,70 groß. Ne, die kleinere war so groß wie ich. Also, wie groß sind Sie? Ich bin 1,68 oder vielleicht 1,65, war ein klein bisschen kleiner. Okay, eine Person. Was hat die Person angehabt? Die Person hatte eine schwarze Hose, die kleine und ein graues T-Shirt. Oh, alles klar. Nicht ganz so schnell. Schwarze Hose, graues. Die waren beide. Er ist immer nur eins nach dem anderen. Also der kleinere hatte braunes, helles Haar. Ja, kurz, lang? Kurzes Haar. Kurz. Jetzt haben wir die eine Person weg, jetzt machen wir die zweite Person. Die zweite Person, der war größer wie ich auf jeden Fall. Vielleicht so 1,75 Meter vielleicht. Okay. Der Junge, der war fast blond, also braun, aber mehr fast blond. Kurze, lange Haare. Auch ganz kurzes Haar hatte der. Was hatte der anders? Weißes T-Shirt habe ich noch gesehen und eine schwarze Hose. Da hatte ich drauf geachtet. Vor allen Dingen, weil beide eine schwarze Hose waren hatten. Waren die maskiert? Nein, die waren nicht maskiert. Kannten Sie die Person? Nein, überhaupt nicht. Haben Sie noch nie völlig gesehen? Noch also nie die waren noch nicht hier aus dem Bereich, aus der Nachbarschaft? Nein, hier überhaupt nicht. Welche Richtung sind die weggelaufen? Sind die Richtung weggelaufen. Komplett die Richtung. Okay. Arne Schneider gibt die detaillierte Beschreibung umgehend an die Leitstelle weiter. Marc Westerhofen beruhigt in der Zwischenzeit den bestohlenen Mann, der immer noch unter Schock steht. Okay, die beide. Ja. Aber Sie gucken jetzt erstmal, Sie brauchen keine Ärztebetreuung, gar nichts. Nein, das ist in Ordnung. Dann machen Sie jetzt Folgendes: Sie werden jetzt einfach erstmal nach Hause gehen, bleiben Sie nach Möglichkeit zusammen und halten. Die müssen Sie echt finden, die bedeutet uns echt alles. Wir machen unseren Job, den versuchen wir natürlich dann auch halt, dass wir die kriegen halt. Ja, der Herr Köhler hat hier versucht, die Uhr seiner Frau zu verteidigen. Das kann man natürlich machen, wenn es um Hab und Gut geht, was einem wirklich wichtig ist, was eigentlich nicht, sag ich mal, wertvoll vom Wert ist, sondern eher eine persönliche Bindung hat. Ob das aber wirklich letztendlich mal ratsam ist, sei mal dahingestellt. Das höchste Gut, was wir haben, ist unser Leben und unsere Gesundheit. Und wenn wir dann an einen Täter geraten, der aufgrund dessen, dass ich mich wehre, dann auch noch ausrastet und mir an die Gurgel geht, sollte ich vielleicht lieber doch das Hab und Gut ihm mitnehmen lassen. Aber zum Glück ist dir es nicht passiert. In der Kieler Straße, ganz in der Nähe von euch. Wir sind auf dem Weg, wir sind hier vor Ort jetzt fertig und würden den Auftrag übernehmen. Als der Rentner den Namen der Überfallenen hört, ist er überrascht. Es handelt sich um seine Nachbarin. Die hat bereits das Polizeiauto gesehen und kommt den Beamten entgegen. Was ist denn, junge Dame? Ganz kurz. Ich bin gerade überfallen worden. Alles gut. Von Sie zwei. Sind die Frau? Der Frau Ute Bohmig. Die Frau Buhl. Sie haben die Polizei gerufen. Ich habe die Polizei schon gerufen, aber okay, ich bin jetzt warum hier. Warum sind nach... Sie denn jetzt hierher gekommen? Ja, weil haben Sie uns gesehen? Oder? Ja, ich bin so aufgeregt. Ich habe das Polizeiauto da gesehen. Ja, okay. Gut, wir wären jetzt nämlich gerade zu Ihnen gekommen, da hätten wir ja keinen mehr angeworfen. Okay. Geht's Ihnen gut? Hans, geht's dir? Bleiben Sie jetzt erstmal bitte weg. Wir müssen erstmal unsere Nahbereichsfahne und den Sachverhalt erklären. Wir kommen gleich. Sie sind jetzt überfallen worden. Ihnen geht's gesundheitlich gut oder sind Sie verletzt? Nein. Haben Sie hier aber ganz schön. Die haben mir eine Halskette vom Hals gerissen. Ich hatte eine Halskette um und ich habe einen Ring umgehabt. Okay, sind beides weg? Ja. Der war so ein bisschen locker und die haben mir ganz kurz, das Wichtigste. Die Täterbeschreibung. Ich muss ganz kurz wissen, wie die ausgesehen haben. Wenn wir das jetzt dieselben sind, die wir wahrscheinlich. Das waren zwei junge Bengels, die waren noch ziemlich jung. Der eine war etwas größer als ich, der eine war etwas kleiner. Ja. Die hatten ein weißes
Weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15. Ja, ich glaube, das sind weiße beiden, die wir T-Shirts. Haben. Alles gut. Alles der gut. eine, der andere hat ein graues T-Shirt ja, an. Okay. Passt. Die aufgewühlte Frau beschreibt den Polizeioberkommissaren sehr genau, welche Wertgegenstände die Täter gestohlen haben. Offenbar handelt es sich hier um einen regelrechten Raubzug. Wo ist das passiert? Hier vorne irgendwo? Hier hinten, da hinten im Wald, da vorne, wo ich bin gerade. Ich hatte einen Arzttermin und ich musste hier hinten durch und da sind die okay. auf einmal. Sie kannten die aber auch, wir haben noch nie nein. gesehen, ne? Nein, die Leute. Sie sind nicht aus der Nachbarschaft irgendwoher. Nein, okay. Wo nein sind die ich kannte die gar nicht. Die sind da hinten irgendwo hingelaufen. Ich weiß es nicht. Ja. Es tut sind mir leid. Wahrscheinlich irgendwo im Brit hier, ne? Wir machen jetzt Folgendes. Also wir haben jetzt alle Daten, also die sind schon bei der Fahndung schon raus. Ne? Ja, das heißt, ja. die Kollegen, wir werden jetzt selber auch in die Nachweisfahndung gehen und werden uns nach den Leuten dann umschauen. Wir hoffen natürlich, dass wir kriegen. Ich wir möchte das nichts, ganz gerne wieder haben. Wir können nichts versprechen, aber wir geben alles. Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich glaube nicht. Ich würde aber trotzdem nicht. Vorschlagen, weil das sind schon einige Striemen, die Sie da haben, dass ja. Sie auf jeden Fall einen Arzt ja. aufsuchen. Genau. Ja, also bei Zeiten, also nicht ne, zu weit ja, weg. Ja, kann ich machen. Und das ärztlich bescheinigen ja. lassen halt, ne? Das ja. ist wichtig. Dann gehen Sie jetzt bitte erstmal alle nach Hause, beruhigen ja. Sie sich erstmal und wir kommen auf Sie wieder zu. Ne? Sei es, dass wir postalisch Sie kontaktieren oder telefonisch oder ja, wir kommen gut. noch mal hier hin. Bin jetzt alles klar, werden, ja. Ne? Alles genau. klar. Für ja, beide gut. Parteien wäre gut, wenn Sie Bilder oder so von dem Diebesgut haben, ja, dass Sie uns das zukommen lassen oder Nachweis, ja. Kaufnachweis. Ja, oder wenn hab da irgendwelche auch. Nummern ja. drin sind, ja, genau. Individualnummern, dass wir sowas bekommen, dass wir das in die Fahndung mit aufnehmen ja, können, okay? Ja, gut. Und wir knien nicht ab. Bringen Sie Ihren Vater gut nach Hause, nehmen Sie die junge Dame ja. mit. Ja, ja. ja. und wir ja. Ja. versuchen ja. dann die Täter ja. okay. ja. okay. zu fangen, okay? Dankeschön. Die Beamten starten umgehend mit der Nahbereichsfahndung. Doch die beiden Täter scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Eine Stunde später erreicht Arne Schneider und Mark Westerhofen dann allerdings ein Notruf, der in direktem Zusammenhang zu stehen scheint. Hallo! Hallo, die Polizei! Hallo! Gehen Sie mal auseinander! Gehen Sie mal auseinander! Das ist die Uhr von meinem Vater! Alles der Reihe nach, ganz ruhig. Was machen Sie denn hier? Das ist die Uhr von meinem Vater. Und ich bin davon 100% überzeugt, dass es die Uhr von meinem Vater ist. Das ist die, die, vorhin, das ist die, die genau. vorhin gestohlen wurde. Ganz genau, das ist so, die Uhr. Okay. Gehen Sie mal her, ganz die Uhr. Hallo, nehmen Sie die mal bitte her. Wer hat uns gerufen? Ich. Sie haben uns gerufen. Ja, genau. Weil darf ich die Uhr mal ganz kurz haben? Dankeschön. Gehen Sie mal ein Stückchen rüber. Das ist die Uhr von meinem Vater. Das ist die Uhr von meinen Schwiegereltern. Nein, das kann nicht sein. Ich weiß Schmuck das ganz haben genau. mir meine Schwiegereltern gestern gebracht. Das ist die Uhr von meinem Vater. Jetzt kommt aber alle mal ein bisschen runter. Wir versuchen das jetzt zu klären. Weil als es gilt hier nicht, ich habe 80 Euro bezahlt jetzt. Und das lassen Sie mich. Passen Sie mal auf. Ist jetzt ganz einfach. Es gibt Streitigkeiten um die Uhr. Und der den Nachweis hat, dass sie ihm gehört, kriegt die Uhr wieder. Entweder haben Sie eine Rechnung oder einen Beweis dafür oder Sie. Ansonsten stellen wir das Ding erstmal sicher, bis der Sachverhalt geklärt ist. Dann kriege ich aber 80 ja. Euro wieder. Jetzt, ja, und ich habe natürlich keine Sie Güter. Sie haben die verkauft. Ja. Dann haben, wo haben Sie die denn her? Ja, meine Schwiegereltern haben uns gestern halt hier diese Kiste gebracht, damit ich halt den Schmuck von denen noch verkaufen kann. Dann haben Ihre Schwiegereltern doch wahrscheinlich einen Nachweis darüber, oder? Ja, ich meine, die Uhr ist ja jetzt nicht mehr das neueste Stück, also da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also gut, wir können aber Ihre Schwiegereltern befragen, ob die im Besitz dieser Uhr waren, weil ich sag mal, nein, die junge Vater Frau mit, behauptet das steif und fest. Auf jeden Fall. Und, ja, klar. Und das die Uhr wurde... Mit dem Schmuck hier. Ja, war ja? alles in dieser Kiste, die meine Schwiegereltern gestern gebracht haben. Doch nicht nur bei der Uhr handelt es sich höchstwahrscheinlich um Diebesgut. Auch die übrigen Schmuckstücke können Arne Schneider und Mark Westerhofen dem zweiten Raubüberfall zuordnen. Na? Tag, junger Mann. Wo kommen Sie denn her? Gehören Sie dazu jetzt zu der Familie? Ja. Das ist mein Sohn. Das ist Ihr Sohn? Ja. Ah, okay. Okay. Wie alt ist er denn? Wie heißt du? Ich bin Benjamin. Benjamin, wie alt ja. bist du? Ich bin 14. 14? Wo ja. warst du die letzte halbe Stunde? Ja, ich war eigentlich zu Hause. Den hier. Ganzen Tag war er zu Hause. Zu Hause? Ah, nee, stimmt. Ah, heute Mittag war er einmal kurz im Baumarkt hier ach, die ja. Möbel holen. Ja. Aha, heute Mittag. Wo im Baumarkt? Ja, da, gleich um die Ecke da. Und was hat er da gemacht im okay. Baumarkt? Ja, der sollte da halt, hat halt hier diese Tisch Campingtische geholt. Aber ansonsten ja. haben die mir halt hier den ganzen Tag geholfen. Mit und wem warst du da unterwegs? Ja. Mein Bruder, Jonas. Wo ist denn der? Müsste, glaube ich. Der ist im drin. Haus, oder? Nein, ja. Können wir den ja. mal kurz, können wir mal kurz reingehen? Ja, gucken, ich hole ihn eben, oder? Ja, komm mal mit. Das. Ich komm mal mit. Na, warte mal, lass ihn mal holen. Lass ihn mal holen. Na, nicht, dass der... Ganz kurz, im Baumarkt, wo du da warst, hast du den Tisch ja gekauft. Hast du eine Quittung davon? Was hast du bezahlt für den Tisch? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Genau. Wie viel Geld hast du denn mitgehabt? Nicht.
Hallo. Moin. Ja, du bist der Jonas. Ja. Ja? Kannst du mal kurz deine Jacke aufmachen? Ich möchte noch mal gucken, was du an hast. Wie Jacke aufmachen? Also ich sehe ja schon, dass du da ein graues T-Shirt drin hast, ne? Nein, bitte nicht. Arne Schneider informiert die Mutter über den dringenden Tatverdacht. Die Frau ist angesichts der Vorwürfe gegen ihre Söhne schockiert. Als sich die Teenager weiter unkooperativ verhalten, erhöht Mark Westerhofen den Druck. Ganz kurz, wir haben eine Täterbeschreibung halt von denen. Kannst du die Jacke mal kurz mal aufmachen? Ja? Ja, also graues Shirt, ne? Schwarze Hose, weißes Shirt und schwarze Hose. Die Haare stimmen, die Größen stimmen. Und eine Kleinigkeit heute noch. Zeig mal gerade deine Arme bitte. Ja? Mach mal so, bitte mal nach vorne, andersrum drehen. Ich glaube, war der kleine Warte wieder. Kannst du die Jacke mal gerade ausziehen? Mach mal ran. Zieh mal die Jacke aus. Ist ja nicht so kalt, ne? Ja. Kannst du mal gerade deine Arme sehen? Was hast du denn da gemacht? Was ist das denn? Mein Vater. Wie? Was? Also, das ist ja, sieht ja schon aus wie Zähne, ne? Hast du da eine Erklärung? Ganz kurz, ich sag was zu der Erklärung, ja, ne? Der alte Mann, ne? Der da mit seinem Rollator da rumgestanden hat, der hat nämlich einen von euch beiden in den Arm gebissen. Und die Aussage haben wir. Und jetzt haben wir echt ein ganz großes Problem. Nämlich ihr habt ein großes Problem, weil alles stimmt. Die Täterbeschreibung, darüber hinaus der Biss. Und das ist jetzt, glaube ich, eindeutig. Und der Schmuck, der hier liegt. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht nur eins und eins zusammenzählen. Vielleicht habt ihr selber noch was zu sagen. Also, das ganz Benjamin, gut. Jonas, wie sieht's aus? Wer will, bitte, wer will ich von verstehe euch? Das nicht. Warten Sie mal ganz kurz, bleib mal, bleib mal, warten Sie mal nicht nach hinten gehen. Ein bisschen ruhig. Und wie sieht's aus? Wäre besser, wenn er was sagt. Naja, wir sind halt zu dem Baumarkt gegangen, um die Tische zu kaufen. Und da kam halt so in den Sinn, vielleicht noch irgendwelche Sachen zum Verkaufen mitzubringen. Und da kam halt irgendwie in den Sinn, dass wir irgendwie noch irgendwie Gegenstände irgendwie mitbringen und günstig irgendwo herholen. Ja, da haben wir uns dann halt die Uhr und Kette, Kette und genommen, weil die langsamer waren als ihr. Ja. Ja. Ne? Alte Leute abziehen. Wie soll ich das denn? Seid euch im Klaren darüber, was ihr überhaupt begangen habt hier? Das wisst ihr schon, ihr habt einen schweren Raub begangen, ne? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 14. Und du? Warum habt ihr das gemacht? Ich bin 12. Du bist 12. Also du weißt schon, dass du mit 14 strafmündig bist, oder? Ja, das... Das weißt du? Ist mir bewusst, ja. Okay. Das weißt du auch noch? Das, ja, also... Es war auch wirklich eine sehr, sehr dumme Idee und... Das war nicht nur eine dumme Idee, ja. Das war ein Raubdelikt und das kann man auch nicht irgendwie jetzt mehr schönreden und unter den Tisch fallen lassen. Du bist dir schon bewusst, dass du jetzt eine Anzeige von uns fängst. Also wofür ist denn das Geld hier überhaupt, dass das jetzt auf so eine hinrissige Idee kommt? Das Problem war nur, dass unser Vater gefeuert wurde vor ein paar Jahren. Und ich hab da kein Geld mehr, oder? Ja, wir sind pleite gegangen und wir wollten das Haus verkaufen. Ja. Und dann wollte ich halt den Trödel machen, um halt ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Aber ich habe sicherlich nicht die Kinder angestiftet oder. Da gehen wir auch nicht von aus. Und machen Sie jetzt auch nicht den Eindruck. Wenn wir Straftäter haben, die in einem jugendlichen Alter, wie in unserem Fall 12 und 14 Jahre, sich befinden, wir müssen das aber objektiv sehen. Das heißt, wir haben hier nach wie vor eine Straftat. Und das ist das, was bei uns letztendlich halt auch verfolgt wird. Die Kinder werden sicherlich nachher vom Richter dann anders behandelt werden. Das heißt, das Strafmaß, das sieht ein bisschen anders aus. Klar müssen wir natürlich etwas sensibler vorgehen und natürlich auch ein triftiges Gespräch mit den Erziehungsberechtigten führen, weil in meisten Fällen ist da irgendwas schiefgelaufen. Ja. Darf ich nicht mitnehmen, ne? Nein, nee, wir sind alle sichergestellt. Bei Ihnen will ich mich noch entschuldigen, dass ich können da jetzt... Sie ja nichts für, da können Sie also, ja nichts für. Ich war jetzt wirklich davon ausgegangen, es tut mir wirklich leid. Ja. Und entschuldigen Sie, dass die Jungs da so... Wenigstens habe ich die wieder. Das Scheiß gemacht da. Das Beste, was mir passiert. Ich würde Sie nur ungern unterbrechen in Ihrem Szenario. Wir brauchen noch die Ausweise von den beiden. Haben Sie die drin? Dann würde ich mit reinkommen. Ja. Der Kollege wartet dann hier draußen. Ja. Die Brüder müssen sich wegen schwerem Raub vor einem Jugendrichter verantworten.